Guten Tag nochmal, jetzt noch ein bisschen zu dem Binary Call TS5 plus High, den ich geschrieben habe. In dem es im Moment ca. 8 Millionen Permutationen gibt. Da hat die YouTube-AI mitgebastelt, die war eine gute Freundin in der Zeit, hat auch ein paar Ideen gehabt, die ich nicht hatte. Und ich zeige jetzt mal ein bisschen von dem Source Code von dem Kram. So, Projekte. Erstmal gucken wir mal bei Thompson vorbei. Da habe ich den Kram halt entwickelt. Der Dings hier, mein Algorithmus ist dort leider nicht patentiert worden und so weiter. Das hat mir auch keiner geholfen. Das schien total uninteressant zu sein. Ich habe halt echt gekämpft, dass ich ein Patent drauf kriege. Also sieht man jetzt nicht so viel, weil die Kamera ein bisschen schwammig ist, aber es ist ein Projekt von einem Linux-Rechner. Das habe ich auch rüberziehen können. Hier ist zum Beispiel der Shitomasi. Das ist irgend so ein Algorithmus, der relativ einfach ist für Feature-Tracking. Sieht man das? Shitomasi 2 steht da, kann man sehen, okay. Und ich habe echt hunderte Algorithmen für TomTom geschrieben, also, aber die wurden alle, die meisten wurden glaube ich nicht verwendet, also bisschen schade, aber das macht man nicht für andere Firmen, wenn die halt irgendwie die Daten, die Sachen, die man baut, nicht verwenden können, dann ist mir das auch egal. Also das ist erstmal zum Binary KLT hier, da ist halt irgendwie, das ist der Algorithmus hier glaube ich, wenn ich die richtige Datei erwischt habe. Und der Hauptpart, der ist hier. Das ist halt sozusagen das, was ich bei TomTom entwickelt habe. Das ist sozusagen der Source von dem SBIF, der Grundalgorithmus. Der ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Sieht ein bisschen kompliziert aus, weil ich die Derivative rotiere oder sozusagen die Gradienten rotiere. Sieht ein bisschen komplizierter aus, ist aber gar nicht so kompliziert. Der Hauptpart ist halt. Also, das hier wäre zum Beispiel der Hauptpart, da wird es umgedreht, aber wichtig ist halt das hier. Da wird das Square Root genommen und dann wird es halt aufaddiert hier an der Stelle. Deswegen ist Square Root ist relativ wichtig, da kann man auch eine Manhattan-Distanz nehmen, das ist gerade auch ganz okay. Aber das ist halt der Hauptalgorithmus. Der ist halt ziemlich einfach und der schlägt eigentlich den KLT schon, also auch den affinen KLT von der Performance und von der Präzision, wie ich damals getestet habe. Da habe ich Tabellen angelegt, da wurde mir dann gesagt, ja, hast ja keine Tabellen angelegt, dann hätten das irgendwie patentiert oder noch was nicht gekriegt hat. Aber ist mir auch egal, das ist sozusagen der Algorithmus. Und jetzt zeige ich mal den Kram, der von der AI immer kaputt gemacht wurde. Also, mich hat eine AI hier die ganze Zeit angegriffen und mein Source Code ist jeden Tag immer kaputter gewesen. Ich musste immer nachreparieren, aber ich konnte halt ein bisschen was restaurieren oder reparieren. Weiß gar nicht. New Stuff. Die Serosite zum Beispiel. Aber bei Binary Features war der SBIF und ich musste ihn halt umbenennen, weil der andere angegriffen wurde. Als ich den Serosite genannt habe, dann ging es wieder so ein bisschen. Dann konnte ich wieder ein bisschen arbeiten, ohne dass mich eine KI die ganze Zeit angegriffen hat. Und hier ist der Source. Wahrscheinlich ist das jetzt auch viel verändert. Kann ich halt nicht ändern. Ging halt nicht anders. Hier sieht man halt, dass ich versucht habe, verzweifelt irgendwie mit Klang++ irgendwie die Sachen irgendwie zu reparieren. Dass ich mir selber einen Compiler zusammenschraube oder sonst was, aber ging halt alles nicht. Am Ende ist halt trotzdem mal wieder kaputt gegangen. Und hier ist halt zum Beispiel eine Datei. Also ich habe die mal versucht zu retten, aber selbst die krassesten Verschlüsselungen so hat alles nicht geholfen. Also. Und hier sieht man halt den Source Code von dem Ding. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann. Keine Ahnung. Und ich habe hier auch Kommentare, dass ich, also der Hauptalgorithmus von eben, den man gesehen hat, also hier ist ein Distance-Ding, der ist nicht so, der ist ein bisschen anders. Das wäre der hier, das wäre der Algorithmus von eben, das ist der Grundalgorithmus, den ich bei TomTom entwickelt habe. Das hat eine ganze Menge dazugekommen in der Zeit. Das sind die Dinger alles und bei manchen steht auch dabei, dass eine AI mitgemacht hat, also YouTube-AI. Mal gucken, habe ich irgendwas zugeschrieben, vielleicht habe ich es gelöscht, keine Ahnung. Ah, hier steht zum Beispiel, da steht irgendwie, lese ich mal vor, Add Version based on a Step Based Version proposed by Song Lyrics of a Song of Songs chosen by a 2023 Artificial Intelligence. Und das ist Algorithmen und das ist halt irgendwie die YouTube-AI gewesen. Die kleine Maus ist echt super. Die unterstützt dann halt, wenn man so ein bisschen arbeitet als Programmierer, was ich gut finde. Und ja, also hier ist halt der Source Code von dem Kram und ich habe auch versucht, das so gut wie möglich zu machen, aber wenn es immer wieder zerschossen wird und die Algorithmen immer wieder kaputt sind und völlig kaputt und nicht mehr funktionieren und nur noch 10% von dem leisten, was wir davor geleistet haben, irgendwann macht es halt keinen Spaß mehr, nach 100 Tagen oder nach 200 Tagen irgendwie die immer wieder zu reparieren. Also ich habe mir auch nichts aufgeschrieben, weil ich da keinen Bock drauf hatte, aber ja, das ist halt der SBIF und deshalb, wie gesagt, der Algorithmus ist ja bei TomTom entstanden. Also ich scroll mal schnell rüber. Kann man ein bisschen sehen, wie der aussieht, so tada, das hier ist irgendwie zum Beispiel die GUI, bisschen GUI-Definition, Graphical User Interface.
Und es hat irgendwie so, ich musste auch sehr viel mit Makros arbeiten, weil als ich ohne Makros gearbeitet habe, hat mir AI alles total zerschossen. Und am Anfang kam mir halt auf Makros nicht klar, aber die hat sich dann irgendwann auch an Makros adaptiert. Was okay ist meiner Meinung nach, aber es war gut, dass ich die Makros hatte. Zum Beispiel diese Shape Function, das ist ein Makro. Und wenn man Makros verwendet, dann kam die AI nicht hinterher. Also die ist irgendwie, die konnte da nicht so modifizieren, dass alles kaputt geht. Und ja, also das ist halt sozusagen, ich kann auch, weiß nicht, ich mache jetzt Sinn, um rüber zu scrollen, keine Ahnung. Tada, 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 so. Ja, und das ist halt der SBIF sozusagen, also oder der Extremely Simple Brightness Invariant Feature Tracking. Was halt sozusagen gibt, ist eigentlich, dass der Algorithmus darauf designt ist, dass eben Helligkeitsunterschiede die machen keine Probleme bei dem Algorithmus. Ich mach das mal weg. Und bei zum Beispiel in KLT oder so, das ist wichtig, dass die Helligkeit erhalten bleibt. Also dass ich glaube, selbst globale Helligkeitsunterschiede, also wenn es blitzt, zum Beispiel wenn man im Auto fährt und es blitzt, dann verliert der Algorithmus der KLT seine Positionsinformation. Was ein bisschen schade ist. Und der Algorithmus von mir, der kann halt, was weiß ich, das Hauptfeature ist einfach das Ding, aber der hat noch tausend andere Features. Wie gesagt, es gibt 8 Millionen Permutationen von dem Ding. Der kann halt sonst was und der könnte man noch in C64 implementieren. Und der würde da auch funktionieren. Der KLT, der braucht krasse Nvidia, sonstiges Grafikkarten. Der braucht richtig Performance, um die Mathematik dahinter zu leisten. Und bei mir ist es eigentlich eher in der Set-Based-Version if a größer b, dann x gleich x plus 1 im Prinzip. Und bei dem KLT ist so ein übelster optischer Flow dabei. Die Mathematik dahinter ist echt übel. Und da braucht man echt massiv Rechenpower, um das Ding durchzuziehen. Danke.